Sanitärlernen.ch, Marcel Item, und du interessierst dich dafür, wie man so, sag jetzt mal, die wichtigsten Komponenten, Bauteile oder eben auch, ja, sag jetzt, Reduktionen etc. eben richtig in die AVOR-Z-Maß-Isometrie einzeichnet. Das ist insofern wichtig, dass man einerseits natürlich ein sauberes Bild hat der Zeichnung und andererseits ist es eben auch wichtig, dass man da genügend Platz hat, um die Z-Maße zu notieren. Wir beginnen gleich hier oben. Wir haben hier einen Winkel, ich nehme jetzt mal an, der wäre in der liegenden, also horizontal, Grundriss. Und wenn ich den dann so übernehme und den entsprechend einzeichne, dann mache ich eben auch die Dichtstellen in die liegende hinein, dass wir hier im Prinzip eben im gleichen, sag ich mal, im gleichen Bild ein bisschen drin bleiben. Wenn wir jetzt die Dichtstelle hochkant zeichnen würden, dann wäre es für mich also ein bisschen Stilbruch. Wenn man es nachher im Anschluss richtig rechnet, ist alles okay, aber ich denke, wir möchten ja grundsätzlich da auf ein gewisses Niveau kommen und dann ist es eben wichtig, dass wir auch die kleinen Sachen ein bisschen beachten. Wenn ich jetzt mal sage, mein T-Stück hier wäre eben in der Ansicht gezeichnet, dann male ich das entsprechend so auf und die Dichtstelle übernehme ich jetzt eben auch stehend, wie ich so schön sagen würde, damit wir hier im Prinzip eben auch wieder optisch ein bisschen im Bild drin bleiben. Und du siehst jetzt irgendwie, wenn man ein bisschen ein isometrisches Auge hat, sieht man schon fast, dass das ein Grundriss ist und dass das eben in der Ansicht steht und das ist so ein bisschen für mich zumindest die Idee dahinter. Dann haben wir hier eine Reduktion. Die Reduktion würde ich vorschlagen, beginnt bei mir immer auf einer Isometrie-Linie, also auf einer Rasterblattlinie. Und wird dann hier entsprechend zum nächsten Häuschen eingezeichnet. Schön ausmalen darf man das auch mal. Und jetzt ist das natürlich wieder als Ansicht gewertet. Dann steht eben die Reduktion. Wenn ich jetzt das als Grundriss nehmen würde, würde ich sie liegend einzeichnen. Hier unten, das wird auch immer wieder gerne gemacht, falsch gemacht, sage ich jetzt mal, das wäre dann das Batterieventil. Hier haben wir den Umstand, dass wir unsere Häuschen dann auch mal verlassen müssen. Also hier kommt jetzt meine Leitung daher und entsprechend zeichne ich jetzt mein Ventil ein. Wenn ich das jetzt hier fast doppelt so groß mache, finde ich das dann immer ein bisschen klobig, je nach Größe der Zeichnung. Aber wichtig ist, dass im Prinzip der Mittelpunkt des Ventiles eben auf dieser Linie bleibt. Also nicht, dass man zuerst jetzt hier im Prinzip das Ventil so einzeichnet und nachher mit der Zeichnung oder mit der Leitung irgendwie nicht mehr auf der Isometrie ist und es dann oben wieder irgendwie reinwurstelt. Von daher ganz wichtig, dass wir eben hier schön in der Isometrie drin bleiben. Dann kommt hier noch die Dichtstelle hin und entsprechend die Entleerung. Haben wir auch schön Platz, um hier dann Z-Maße hinzuschreiben, damit wir das eben auch vernünftig rechnen können. Wichtig auch noch, ich mache jetzt hier das neue Symbol, das wäre dann eher das alte Symbol, das ist an sich jetzt eher sekundär. Grundsätzlich gehe ich nur noch auf die neuen Symbole und darum lasse ich jetzt diesen Kreis in der Mitte weg. Dann haben wir hier die Verschraubung. Die Verschraubung ist an sich denkbar einfach, kommt aber des Öfteren vor. Da haben wir in der Mitte eine lange Linie und dann rechts und links jeweils eine kurze Linie. Deutet halt auch dann so ein bisschen die Verschraubung an mit diesen zwei Überwurfmuttern, wo man das entsprechend anziehen kann. Dann haben wir hier die Kappe. Auch eigentlich einfach zu zeichnen, aber auch hier wieder darauf achten, dass wir eben auf der Linie bleiben, damit das vernünftig aussieht. Auch Ventile als solches kann man dann eben stehen oder liegen zeichnen. Wichtig auch hier wieder, dass wir eben auf der Linie bleiben. Also entsprechend würde ich das zum Beispiel ungefähr so machen. Das wäre jetzt mein Ventil. Die Mitte des Ventils ist schön auf der Linie. Und dann kann ich hier entsprechend auch weiterfahren. Auch hier lasse ich jetzt wieder den schwarzen ausgefüllten Kreis weg. Beim Kugelhahn ist es so, dass ich den im Prinzip auch so zeichne. Das ist für mich, ich bin so, ja, ich sag schon, fast schon aufgewachsen.
Das macht für mich irgendwie Sinn, das ist ein eindeutiges Zeichen, dass das eben ein Kugelhahn ist. Und hier würden wir einfach mit der Kugel in der Mitte beginnen und dann entsprechend hier die zwei Dreiecke ergänzen, mit der Idee, dass wir dann eben hier nicht so eine hässliche leere Kugel erhalten, sage ich jetzt mal, die in der Mitte eben dann so irgendwas gekümmelt hat, sondern im Prinzip eine schöne leere Kugel. Und darum würde ich immer auch mit dem leeren Kreis beginnen. Ja, das wäre es schon gewesen mit diesen, sag jetzt mal, fast schon wichtigsten Bauteilen einer Isometriezeichnung. Und jetzt bist du wieder an der Reihe. Üben, üben, üben.